Ganz gut. So, ich kann schon, ja. Sauber, ja. Machst du gern, gell? Also wir sind in unserem Proberaum in Vaduz. Wir sind seit 10 Jahren hier, glaube ich, oder 11 Jahre. Danke. Danke, das ist eine super Sache. Danke. Ist dementsprechend auch schön gestaltet, muss ich sagen. Es ist, glaube ich, unser zweiter offizieller Proberaum. Wir sind vorher im Sennwald in einem Proberaum. Dann ist der Manuel mit der grandiosen Idee gekommen, man könnte doch hier die eigentlich wahrscheinlich eher für andere Zwecke gedachte Location nutzen, um einen Proberaum aufzubauen. Dann ist eins zum anderen gekommen und plötzlich ist der Schreiner da gestanden und wir haben die 110 Quadratmeter entsprechend ausgebaut, wie man hier sieht. Oder, ja, haben hier unser Daheim sozusagen für uns aufgebaut. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ich habe das Gefühl, dass wir auch jetzt mit einigen neuen Songs mittlerweile schon auf einem guten Niveau sind. Aber eben, da wir ja schon mal die Studioerfahrung haben dürfen sammeln, wissen wir, dass es dort schon einmal ganz anders ist. Und so haben wir Zeit gehabt, um uns daran zu gewöhnen und uns auf das vorbereiten, was es dann wahrscheinlich im Studio knallhart trifft. Nämlich die Realität, um noch einmal zu hören, was wir so als richtig oder falsch machen. Eher zweiteres vielleicht am Anfang. So dass es dann danach auch Freude macht, wenn wir sehen, was dabei rauskommt. Also, ja, macht Spass. Wird sicher eine Herausforderung. Das Studio ist noch mal etwas anderes als in der Probe, auch von der Präzision her. Aber ich bin gespannt. Also, ich habe ein gutes Gefühl. Wohlgemerkt auf unserem Level, wo wir halt kaum bringen. Wir sind ja mal zumindest ein bei Hobbymusiker, wenn überhaupt. Also von dem her, ja, ist es noch ein bisschen Weg zum Gehen, aber wir haben ja auch im Studio Zeit, um uns ein bisschen anzupassen. Also ich habe ein gutes Gefühl. Ich finde auch, von uns bin ich eigentlich der am weitesten ist. So Zeug, oder? Das ist geil. Richtig, richtig fett, oder? Und wir denken ja, den alle Spuren normalisieren, oder? Also, weißt, wenn es jetzt ein Bounce ist, dass es aufgezücht, oder? Na bitte nicht. Nicht, da? Ich würde das sowieso sagen, die Sachen, wo du denkst, das gefällt mir eigentlich schon. Das kann man als Guide-Track sagen. Mhm. Und wenn wir das Gefühl haben, oder wenn ich das Gefühl habe, ah, den möchte ich nochmal neu aufnehmen, dann nehmen wir sie neu auf. Mhm. Grundsätzlich, vom Feeling her, die Band nehmen wir neu auf und die Backing-Tracks sind quasi unsere Guidelines. Und da gehen wir mal aus. Ja. Das kannst du cool, da gern machen. Machen wir. Sauber. Ist doch geil, oder? Ja, ich bin da. Freut mich. Darf ich noch etwas anderes loswerden? Etwas, was mir auf dem Herzen liegt. Wie der Regisseur. Ja, aber ich will zum Ausdruck bringen, dass ich es eine absolute Frechheit finde, dass wir jetzt hier interviewt werden, nachdem die anderen zu Ascona interviewt worden sind. Es hat absolut keinen Grund gegeben, warum wir nicht dran gekommen sind. Und ich glaube, ich spreche im Namen von Belt und von mir, dass es nicht okay ist. Das Ambiente stimmt überhaupt nicht. Bei den anderen hast du irgendwie so wahrscheinlich, das kannst du jetzt wahrscheinlich einblenden, nehme ich an, bei dem Interview, also so ein blauer Hintergrund. Und jetzt sieht man nicht einmal, dass ich blaue Augen habe, also es wäre unglaublich gut gekommen. Oder? Ich finde es ein Affront. Ich meine, es stimmt, der Belt und ich sind die geschieden. In der Band, aber es muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass man uns gerade irgendwie so ausgrenzt, offensichtlich mobbt. Das ist für mich kein Problem zum Einstecken. Aber irgendwie gibt es einfach mal einen Schlag oder etwas. Aber ist okay. Und ich würde mir wünschen, im Sinne einer gewaltfreien Kommunikation rede ich von Wünschen, oder? Und nicht irgendwie von, dass du einfach schon negativ irgendwie darstellst, dass es in Zukunft nur mehr passiert, weil ich mich auch dort irgendwie nicht richtig, ja, ernst genommen fühle. Und
Es sollte heute aufhören.